Guten Tag. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mundown. Mit mir, eurem Lichtlein und Kurdin, dem skifahrenden Protagonisten dieses Spiels. Na gut, eigentlich weiß ich nicht, ob er skifahren kann. Aber vielleicht würde sich das anbieten, wenn er hier schon oben aufgewachsen ist. In den Bergen. Ja, wir wollten... Oder ich habe überlegt, ob ich jetzt schon hochfahre. Aber Kurdin hat richtigerweise angemerkt, dass ich dann vielleicht nicht so schnell wieder zurückkomme. Deswegen habe ich mir überlegt, dass wir dann doch sagen, dass ich den... Ey, nein! Moment, nein! Ich bin runter! Lass mich runter! Was? Nein! Tun wir einfach so, als wäre das gerade nicht passiert. Meine Güte, man kann sich also ganz fix für den Gipfel entscheiden. Wollen wir aber nicht. Wir wollen wieder zurück und uns umsehen. Ob das eine gute Entscheidung ist, das werden wir gleich erfahren. Und bis dahin mache ich einen Cut. Bis gleich! So, meine Lieben, wir sind jetzt unten. Und dann kann das große Überfahren ja losgehen. Das Problem ist nur, ich sehe nicht so gut. Wo sind diese Wesen? Ich würde sie am liebsten alle erstmal platt machen. Ah, da ist eins. Stirb! Bäm! Wenn das mal kein ordentlicher Schlag von Bug war. Nee, Moment, das ist nicht ganz richtig. Ein Schlag vor dem Bug wäre ja eine Warnung. Das hier ist definitiv was anderes. Na komm schon. Ah, sie wollen mich beheuen. Das geht ja gar nicht. Ich brauche mehr Anschwung. So, jetzt muss ich nur noch sehen, wo sie sind. Wow, wo bist du? Du bist doch hier hinter, oder? Verdammt, ja. Schade. Hätte ja klappen können. Toll, jetzt bin ich total... so. Jetzt kriege ich dich aber. Oh weh, das war gar nicht gut. Habe ich den jetzt überfahren oder wie oder was oder wo? Oh. Er scheint noch da zu sein. Jo, ist er. Ach, ich fahre immer an ihm vorbei. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will dich doch nur töten, Mann. Lass dich doch einfach töten. Die klingen wie Dinosaurier. Bam! Na, bist du jetzt tot? Ja, ist er. Wunderbar. Aber hier waren wir schon. Deswegen ist das nicht so interessant. Ist noch einer. Aber wo? Aua! Da! Wow! Nein! Wieso kann der mich denn hauen so schnell? Was ist da los? Was ist da los? Sagt mir nicht, die kommen jetzt immer wieder. Das wäre echt blöd. Nö, ist der gerade verschwunden? Der war doch gerade noch hier. Ich höre ihn schon wieder. Komm du mir mal nach Hause, du! Bam. Aha. Er macht den Schleudergang. Bam. Das kann ich aber auch. Noch viel besser als du. Oh. Was
zur... Was? Warum ist er weg? Warum? Okay. Na gut, Leute. Vielleicht ist es nicht die beste Idee, alle niedermähen zu wollen. Es ist eine schöne Idee, aber nicht die beste. Noch einer. Wo kommt der denn jetzt? Oh. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Ich werde jetzt einfach hier parken. Direkt mitten auf dem Weg. Und speichern. Damit ich den ganzen Schmu nicht nochmal machen muss. Und von da oben wieder hierher herunterfahren. So. Da. Dann haben wir die Sorge wenigstens nicht mehr. Ich weiß ja nicht, wie das mit dem Leben von Kurdin aussieht, aber es scheint so zu sein, dass man sich wieder auflädt nach einer gewissen Zeit. Die haben mich ja schon 100 Mal gekriegt, gefühlt. Na, wo seid ihr? Tatsächlich sehe ich gerade keinen. Vielleicht tauchen die einfach auf, wenn... Ah, da. Okay. Ich möchte keine Munition verschwenden. Da ist ja schon wieder so einer. Fahren wir den erstmal platt. Der kommt mir so gefährlich nahe. What the? Ich verstehe die Logik nicht, aber okay. Was zur? Na gut, dann fahre ich jetzt hier hoch und dann wieder runter. Mit ein bisschen Anschwung sollte das gehen. Jetzt ist er wieder weg. Da vorne. Wow! Er hat mich voll abgetrieben. Von der Straße. Also ich glaube irgendwie fast, dass die immer wieder kommen. Und das ist jetzt das dumme Problem, was ich habe. Was ich ganz gut hätte verhindern können, wenn ich mir das dumme Tal vorher angeguckt hätte. Da habe ich jetzt den Salat. Naja, komm. Na, das ist doch nicht wahr, ey. Diese blöden Fatzken. Ich habe da keinen Bock drauf, ey, ganz ehrlich. Aber das Problem ist auch, dass ich gar nicht weiß, was mich da oben auf der Spitze erwartet. Dementsprechend möchte ich eigentlich wirklich nicht Dinge verschwenden, die man verhindern könnte. So, was ist hier? Offenbare mir deine Geheimnisse, Hütte. Sieht aber irgendwie so aus, als hätte dieses Hütchen kein Geheimnis. Ah, es sind zwei! What the f***? Na komm. Solange ich im Movil bin, habe ich einigermaßen Chancen. Jetzt treten die Milliarder. Schlagen mich zusammen. Ah! Hilfe! Das ist fies. Oh, und dann die Hand. Guckt euch das mal an. Oder besser nicht. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach. Ich habe gedacht, das würde sich lohnen. Aber so wie sich das gerade anfühlt, tut es das gar nicht. War ich schon mal da oben? Kann ich da überhaupt hoch? Ich glaube nicht. Ich wollte ja eigentlich nur diese Hütte da unten. Muss ich mal kurz in meine Aufzeichnungen schauen, was ich da überhaupt noch verpasst habe. Wenn überhaupt. Also das hatten wir ja schon.
Mir fällt aber gerade noch etwas ein, so eine Stelle, wo wir waren. Warte mal, was ist das jetzt? Genau. Hier war der Stall und da war ich und da war ich. Eigentlich hätte ich mir auch vorher mal angucken können, ne? Egal. So, wir gucken jetzt da oben beim Haus des Künstlers. Also einmal können wir da ja noch nicht in den Keller rein. Das würde ich ja auch gerne mal sehen. Und andererseits war da noch so ein Weg entlang des Flusses, den wir jetzt erstmal ansteuern werden. Ich glaube, da mache ich schon wieder einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich. So, da bin ich wieder. Und ich merke gerade, ich habe auch wieder ganz viel Heu eingesammelt. Ich weiß ja gar nicht, ob das so gesund ist. Aber okay. Wir befinden uns jetzt wieder beim Künstlerhäuschen. Und hier gehen wir nochmal den Weg entlang, wo auch der alte Mann uns beobachtet hat. Okay. Da kann man zum Beispiel lang gehen. Ja, genau. Dann kann man da hoch und hier runter. Und hier stand er. Vielleicht hat er was hinterlassen. Aber nö, hat er nicht. Vielleicht sollte das auch ein Hinweis sein von ihm. Da haben wir den Lift, da die Brücke und da Wasser. Und hier unten. Das ist doch auch wieder was Schönes, oder? Kann ich hier lang gehen? Vielleicht sollte ich vorher speichern, bevor ich sowas Waghalsiges tue. Ja, wäre keine schlechte Idee. Außerdem scheint das hier zu nichts zu führen. Mhm. Und hier ist einfach nur so ein Loch, wo ich wahrscheinlich gar nicht rein kann. Nö. Nö. Uninteressant. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt speichern. Sicher ist sicher. Ich weiß gar nicht, was schneller ist. Ich gehe mal hier hoch. Uff, das ist aber steil. Absolut nichts für mich. Ja, ich bin hier richtig. So. Speichern, speichern. Okay. Und jetzt wieder runter. Du musst echt gut zu Fuß sein, wenn du in den Bergen überleben willst. Mann, oh Mann, oh Mann. Da hätte ich wirklich keine Lust drauf. So. Das ist auch eine Art Lift. Oh Gott! Wirklich gesichert ist das ja nicht, ne? Okay. Irgendwie cool. Gefällt mir. Und der kann mich auch wieder zurückbringen? Da hoch? Glaubt man ja fast gar nicht. Strom und so. Anders geht das nicht. Eine Kirche und ein Friedhof. Ist nicht dein Ernst. Hier gibt's noch eine Kirche. Wieder diese Heufiguren. Die machen mich immer so nervös. Die erinnern mich immer an gewisse Wesen. Oh, wie spannend. Und was ist hier? Oh, ich kann den Muvel rufen.
Feuer! Oh, ein Zettel. Auf dem Weg zu den Imkern, um etwas von ihrem sagenumwobenen Honig zu ergattern. Warum führt der einzige Weg zur Brücke durch das Haus dieses Malers? Das ist in der Tat eine berechtigte Frage. AF. Ist ja eine Höhle. Ich werd verrückt. Wow, hier steckt ja so viel mehr noch in dieser Gegend, als ich dachte. Und ich habe das einfach vernachlässigt. Schande über mein Haupt. Aha. Ach so, wir sind hier vorbeigefahren. Stimmt. Ah, wie dumm von mir. Verstehe. Aber wo ist denn dann hier die Kirche? Ich dachte, hier wäre jetzt irgendwo ein Friedhof. Und eine Kirche. Habe ich mich verguckt? Das war doch der einzige Weg, ja. Das ist ja komisch. Ja. Na gut, dann ist das so. Und dann gibt es da unten wahrscheinlich doch nicht mehr so viel. Von dort komme ich her. Ja. Aber warum dann noch diesen aufwendigen Lift? Also, ich dachte, der würde jetzt noch irgendwo hinführen. Naja. Zur Not. Naja, ist ja auch egal. Ich gehe jetzt wieder nach Hause. Nein, zum Muvel. Lass ihn mir holen. Und dann geht's wieder nach oben. Mit ganz viel Heu. Und dann, ja, meine Lieben, dann werden wir den Lift wirklich benutzen. Das war jetzt leider nicht so erbaulich, wie ich gehofft hatte. Oh. Aber so ist das manchmal. Manchmal muss man einfach Dinge ausprobieren und wenn es nicht funktioniert... Oh. Dann muss man eben... damit leben. Ja. Yo. Wow. Nein. Noch habe ich meinen Führerschein nicht. Noch kann ich mich entschuldigen. Aber sobald ich ihn habe, gibt es kein Halten mehr. Wow. War ich hier überhaupt drin? Glaube schon. Ja. Nicht sonderlich spektakulär. Ach Menno, ich dachte, ich könnte hier runterspringen. Naja. Dadurch haben wir uns nochmal richtig von Mundown verabschiedet, sage ich mal. Wenn auch etwas holprig. Und vielleicht auch nicht ganz so schön. Aber Mundown hatte ja schon von Anfang an ein Problem mit Heuwesen. Von daher kann man es dann überhaupt als schön bezeichnen? Mit diesen Viechern, die ständig da rumlaufen? Ich weiß nicht. Auf geht's, auf den Gipfel. So. Er scheint da jetzt eigentlich auch hier, wenn
Ja. Wenn er hier steht, dann erscheint er da auch. Das ist sehr schön. Nee, ich speichere erstmal hier. So. Und jetzt, meine Lieben, geht's ab. Ich bin schon ganz aufgeregt. Was wird uns wohl da oben erwarten? Yay! Ich mag Lift fahren. Auch wenn ich Höhenangst habe, aber irgendwie habe ich dann so viel Vertrauen in diese Gondel. Warte mal, was? Okay, ich glaube, ich ändere meine Meinung. Was war das für ein Geräusch? Da, die Gondel. Die dunkle. Da. Uh-oh. Weißt du, deine Vorväter waren nichts als Lügner und Betrüger. Das Ding sieht aus wie aus Holz. Sie haben ihren Teil der Abmachung nicht eingehalten. Deshalb erlaube ich mir, zurückzunehmen, was ich für euch getan habe. Was? Was passiert jetzt? Was? Oh oh. Was ist das? Eine Lawine? Ein Gewitter? Da unten, wer ist das? Wieso hält der Lift an? Hat jemand den Strom abgeschaltet? Oh. Ist das? Warte mal, war ich hier nicht schon mal? Oh. Au. Das ist die Scheune, in welcher Großvater damals den Pakt unterzeichnet hat. Paktstall untersuchen. Paktstall. Ja. Kann man es auch bezeichnen. Ah, ich kann mich hier verstecken. Interessant. Das ist eine interessante... Moment mal, das heißt, das wird auch nötig. Das gefällt mir nicht. Muss ich mich wieder vor Wesen verstecken? Der Kristall für den Pakt. Okay. Der war wichtig. Schon wieder dieses Besen? Aber was das alles sein soll? Corporal Walter, Caminada, Serpentini, Alec, Allegria, Allegria auch noch. Okay. Also wenn das hier Stall ist, dann ist da oben... Fragezeichen? Ist da der Mann, der alte Mann, eingesperrt? Die Brücke zum Berg untersuchen.
Brücke zum Berg? Da muss ich hin. In den Berg. Oh, okay. Das sieht ja fancy aus. Na gut. Momentchen mal. Heißt das, hier laufen Soldaten rum? Die mich jederzeit abschießen können? Gibt's hier unten irgendwo einen Speicherort? Der Nebel ist zu dicht, um den Weg zu finden. Ja. Wasser. Oh, das bedeutet, ja, dass ich hier Kaffee machen kann. Vorausgesetzt, ich habe alles dabei, was nicht der Fall ist. Und hier gibt es, glaube ich, auch keine Pfanne, oder? Doch, da ist eine. Oh, wie schön. Was habe ich doch nur für ein Glück. So. Mal schönen Kaffee machen. Oh, richtig durchstoßen, der Stuhl. Macht das Sinn? Weiß es nicht. Aber eine Uhr gibt's hier nicht. Schade. So. Dann kann es ja jetzt losgehen. Ich habe das Gefühl, ich werde sie brauchen. Folgen wir mal diesen Brettern. Ist das? Boah. Dieser Nebel oder diese Wolken. Ich hoffe, mir begegnet jetzt keiner der Soldaten. Er hat gesagt, er macht das wieder rückgängig. Also leben die vielleicht alle noch und laufen als Zombies hier rum, um sich an mir zu rächen, weil ich zufällig hier rumlaufe? Schlittenverleih. Was? Ich dachte, das wäre sowas wie eine Höhle oder so. Minno. Na gut. Schlittenverleih, ja? Das ist wahrscheinlich da oben. Weil ich mich auch frage, was da ist. Vielleicht gibt es da auch noch was zu sehen. Tut mir leid für meine chaotische Art, hier alles zu erkunden, aber das müsst ihr leider ertragen. Oder auch nicht. Also ich meine, es ist ja kein Guckzwang hier. Vielleicht schaltet ihr auch, meine spult ihr auch vor oder sowas. Da ist die. Okay. Aber da will ich erstmal noch nicht hin. Was ist das denn? Dornen? Felsendornen? Da kommt ja Rauch raus. Interessant. Oh, da ist so ein Typ. Ob der mich abschießt, wenn ich näher komme? Hier sind Schlitten. Ich habe gerade keine Zeit zum Schlittenfahren. Ich habe ja genug Schlüssel. Einer wird passen. Yes. Hier gibt es keinen solchen tollen Schalter.
Brot. Gam. Jam. Gam, gam. Ich hoffe mal nicht, dass das Gummibrot ist. Oho, da haben wir den Teufel. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Teil. Ob wir es noch finden werden? Und ein Schneemann. Oh oh. Oh! Er schießt tatsächlich. Okay, gut. Dann bleibt uns leider nichts anderes übrig, als zurückzuschießen. Was? Ich höre ihn. Er kommt. Du Mieser. Was zur... Er lebt? Immer noch. Warum? Komm schon. Komm schon. Nein! Aua! Bitte! Wird die Zeit angehalten? Okay. Ja! Du Misa. Der kam einfach straight auf mich zu! Boah, ist das gruselig. Ah. Macht das Sinn, jetzt nochmal nachzuladen oder verliere ich dadurch Muni? Das habe ich noch nicht ganz gerallt. Ach du meine Güte. Davon laufen hier bestimmt noch ein paar mehr rum. Was ist da hinten? Ich könnte theoretisch dahin gehen, um alles zu erkunden. Mache ich mal. Vielleicht finden wir da noch was. Vielleicht ist da auch ein Speicherpunkt oder so. Den könnte ich echt gut gebrauchen. Boah, ist das schön. Irgendwie. Der Nebel. Er hat zwar auch etwas Gefährliches und Unheimliches, aber... Das ist auch irgendwie schön. Okay, wenn ich jetzt mittendrin bin. Der Nebel ist zu dicht, um den Weg zu finden. Okay, dann geht er auch wirklich straight nicht weiter. Na gut. Dann muss ich jetzt wirklich zur Brücke. Gut, dass ich die Muni aufbewahrt habe, ey. Stellt euch mal vor, ich hätte das alles in die Heuwesen geballert. Oh mein Gott, dann hätte ich echt aufgeben können. Ich vergesse auch immer wieder, den Text wegzuschalten. So. Meine Hand sagt mir ja Bescheid, wenn jemand in der Nähe ist. Hm? Hoffe ich. Da. Dieser miese alte Mann. Ist das eine Glocke? Oh. Wer oder was bist du denn? Das sieht ja... Oh, Allegria! Was ist das hinter dem Tor? Hallo, Allegria. Hallo, Allegria. Ist das hinter dem Tor, du weißt schon, bist du das? Wir sind fast am Ziel. Walter hat mir von diesem Tor erzählt, nachdem du mich zu ihm zurückgebracht hast. Er und seine Truppe haben es im Krieg als Notsicherung gebaut. Hat er dir auch erzählt, wie man es öffnet? Es wird durch einen dreiförmigen Code geöffnet. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Code mit Soldat HR Serpentini verschwunden. Oh.
Dann ist es aus. Es gibt keinen Weg, HR zu finden. Vielleicht gibt es einen. Was soll ich tun? Nimm meine Glocke. Hallo, Allegria. Die Glocke nehmen. Glocke an Schlitten befestigen, um Brückenkot zu finden. Also, ich sollte nachsehen, warum es aus meinem Rucksack mäht. Ja. Hör auf, so zu meckern. Hallo, Allegria. Hallo, Allegria. Danke für die Glocke. Es ist meine Glücksglocke. Nun finde einen Schlitten und befestige sie daran. Meine Glocke wird dir den Weg weisen. Okay. Danke. Und höchstwahrscheinlich sind jetzt wieder mehr Aber ich glaube, der Sinn dahinter war jetzt eigentlich, dass ich hierher laufen sollte zur Brücke und dann erst da hinten hin. Und da sollte ich meine erste Begegnung mit einem neuen Gegner haben. Mit einem Eiszombie. Oder so ähnlich. Gut, dass ich den jetzt schon erledigt habe. Mann, war das gruselig. So, ich wollte den ja auch aufbauen. So, den da und den da und das da. Na komm, so. Der sieht auch so traurig aus. Kann ich den nicht glücklicher gestalten? Nö. Du wirst sterben, Gurdin. Was? Nein, niemals, Schneemann. Doch. Aber Schneemann... Du wirst sterben, so wie alle anderen auch. Du bist einfach nur pessimistisch. Aber ich nicht. Ich bin optimistisch. Denn ich habe ein Gewehr und noch ein funktionierendes Gehirn. Das haben die nicht. Mann, ist das gruselig. Meine Glocke wird dir den Weg weisen. Okay. Da lang? Deine Glocke kann sich nicht wirklich entscheiden. Wow. Muss ich eigentlich auch durch den Nebel oder hat sich das jetzt erledigt? Was ist das? Was zur... Jemand ist unter dem Schnee begraben. Ich muss helfen. Was? Aber wie helfe ich denn? Ich habe keinen... Ich brauche eine Schaufel, oder? Ich brauche eine Schaufel. Ausgraben. Vielleicht ist da ja eine Schaufel... Ah ja, ein Spaten. Sorry, Schneemann. Das muss jetzt warten. Das hier hat Vorrang. Yes. Los. HR! Warte mal, was? Sorry. Ich fahre mich mal ein bisschen zurück. Willst du nicht ein bisschen mehr ausgraben, Kurdin? Wie geht es dir? Bitte grab mich noch weiter aus. Es ist so kalt. Ja, definitiv. Oh Mann. Was ist passiert? Ich kann mich nicht erinnern. Es ist, als hätte ich sehr lange geträumt. Hier steht der Krieg. Wer bist du? Soldat HR Serpentini, ich unterstehe Corporal Walter. Was macht ein Zivilist wie du hier oben?
Der Krieg ist seit Jahrzehnten vorbei. Was sagst du da? Ich habe die Verschwörungen des Feindes unterm Schnee gehört. Ich werde Hilfe finden. Du scheinst in irgendwas unter dem Schnee festzustecken. Bitte, ich brauche einen Schluck Schnaps. Kannst du eine Flasche für mich finden? Ich bringe dir den Schnaps. Beeil dich! Verbrecher! Verbrecher! Okay, okay. Verbrecher! Ja. Ah, da vorne ist doch Schnaps. Los, lauf. Wieder so ein Schild. Wahrscheinlich leer oder zugefroren. Einen Augenblick. Habe ich denn nicht noch welchen? Nee. Den hat Walter. Komm. So. Und so. Schneeschuhe. Sehr nützlich. Das habe ich schon. Mehr brauche ich nicht. Oh. Geil. Dafür waren die ganzen Schlüssel gut, dass ich sie jetzt hier oben benutzen kann. Das ist eine Seite aus einer alten Gebrauchsanweisung für ein Militärgewehr. Oh ja. Gewehrhandling permanent verbessert. Was auch immer das bringt. Skizza. Oh, Moni, sehr gut. Die kann ich gut gebrauchen. Eine Uhr. Oh, danke schön. Was ist das denn? Der Yeti. Oh, und unter dem Haus mit diesem Zeichen ist Schnaps. Dieses Zeichen haben wir gesehen. Das ist da oben. Ups. Eins. Was soll das heißen? Eins. Ih, da steht ja schon wieder so einer. Kann ich auch den Berg hochfahren? Das wäre lustig. Oder kann ich da lang fahren? Ja. Der macht tatsächlich Sinn, der Schlitten. Finde ich cool. Ah. Mist. Sieht so aus, als wäre die Tür von innen verriegelt. Muss ich von der anderen Seite kommen. Glaube hier hoch, ne? Ja. Essen und trinken. Ah, hier ist der Eingang. Was zur... Das ist ja wirklich so ein Vieh.
Wow. Sieht nicht nett aus. Geh bloß weg, du. Und komm nicht wieder. Oh, ich glaube, das ist einer, der patrouilliert. Das gefällt mir nicht. Oh, hier ist ein Schlüssel und Holz. Kann man den überfahren mit einem Schlitten? Ich glaube nicht. Am besten werde ich ihm einfach aus dem Weg gehen. Oh. Könnte ich das Gewehr nehmen? Kann ich den erschießen? Und kommt er nochmal wieder? Ich muss da hoch. Keine Frage. Hab jetzt aber auch kein... Hier muss doch irgendwo ein Radio sein. Und wo ein Radio ist, da ist auch eine sichere Unterkunft. Glaube ich. Da oben. Sind wir mal so mutig und gehen parallel. Oh oh. Ach du Schande. Wow, was? 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 Was zur... Ach du... Bob, da bleibt mir echt die Spucke weg. Was? Okay, das ist ein Instant-Tod, wenn der mich sieht. Interessant. Okay, jetzt sind wir wieder hier unten. Puh. Einmal können wir das ja noch wagen, ne? Alter, was tut man nicht alles für Schnaps, ne? Da unten war was nochmal? Das scheint ein sehr schweres Wesen zu sein. Und ein sehr mächtiges. Am besten, ich warte hier ab. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Er geht weiter. Ob ich ihm jetzt schon folgen sollte? Naja, Versuch macht klug, ne? Oh, war ja, ey. Ich weiß, dass er hier gleich hochklettert. Und von dort aus könnte er mich ja dann sehen. Ach du Schande, ey. Wie kann man nur so fett sein? Man kann hier Kaffee kochen?
Also hier fühle ich mich einigermaßen sicher. Oh, hier ist sogar eine Toilette. Aber ich hätte ehrlich gesagt lieber eine Uhr. Erstmal ein bisschen pieseln. Das ist gemein. Ich muss auch mal. Das war ganz dringend. Aber es ist besetzt. So. Das ist jetzt die Frage. Also ich habe jetzt den Schnaps. Aber... Oh Gott. Nein! Lass mich. Lass mich! Nein! Warum nimmst du mich denn jetzt mit? Wieso hast du mich eben mit einer Lawine zermatscht? Nun. Ah! Ah! Nein! Oh Gott! Oh! Was zur... Ich muss hier weg. Oh Mann, ey. Kommt er jetzt wieder her? Lauf, Kurdin! Lauf! Es geht um dein Leben! Wenn ich das mal früher geahnt hätte, dann wäre ich schon viel früher losgelaufen. Nicht angucken. Nicht angucken! Ja, schön. Habe ich eigentlich dafür die Zeit? Scheinbar schon. Schnell eine Karte skizzieren. Okay, und jetzt wieder weg. Weg, 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 weg. Weiß nicht, ob der nicht doch nochmal hierher kommt. Oh Mann, hat der mich erschreckt, ey. Oh Mann. Okay, jetzt muss ich wieder zurück zu HR. Gut, dass ich die Schneeschuhe habe. Das hätte ich jetzt mal von der anderen Seite öffnen können. Egal, ist mir egal. Was ist das bloß für eine Gegend? Wie ein Geisterheuwesen und ein Yeti. Und dann auch noch Soldatenzombies. Ich glaube, es hakt. HR! Ich habe Ihnen den Schnaps. Warum auch immer ich so viel in Kauf genommen habe, nur um ihn dir zu geben. Und warum habe ich keine Wunde? Warum blute ich nicht? Ah, wisst ihr was? Ich frag einfach nicht mehr. Das scheint mir besser zu sein. Fühlst du dich jetzt besser? Ja, gut und warm. Danke. Ich muss die Brücke zur Gipfelhöhle überqueren. Kannst du mir den Code geben?
Das ist eine hochvertrauliche Information. Aber nachdem du so nett warst, ist sie wohl sicher bei dir. Ja, so funktioniert das. Sei nett und du kannst hochvertrauliche Informationen erhalten. Das ist dann überhaupt kein Problem mehr. Hat das sonst schon jemand gesehen? Die anderen Soldaten der Kompanie. Mein Sohn, Giovanni vielleicht. Der war damals noch ein kleines Kind. Ich fand diesen Roman, den du geschrieben hast. Es ist kein Roman. Es ist tatsächlich alles so geschehen. Wow! Oh Gott! Wenn jemand diesen Lärm gehört hat, ich muss weg. Was? Wenn jemand den Lärm gehört hat, machst du dir nicht mal Gedanken um HR? Was war das? Und warum ist er jetzt... Verschwindibussi? Wenn das jemand gehört hat? Ah! Hilfe! Ich werde angeschossen. Das ist gemein. Das ist richtig gemein. Okay. Alles gut, wir haben auch eine Waffe und wir können zielen. Ach du meine Güte. Heiliges Kanonenrohr. Sagt er jetzt allen Bescheid? Ja, erwischt. Was zur... Jetzt sag mir nicht, dass ich da runter muss. Streng vertraulich. Momentchen mal. Also, er hat mir eine Notiz gegeben. Eins ist... Was? Aha. Eins... Eins war hier, glaube ich. Und zwei ist dort und drei ist da unten. Eins, zwei, drei... Also hier ist eine 1 abgebildet. Aber weiß nicht. Wie komisch. Schnell weg. Es ist jetzt egal, ob das durch die Soldaten führt. Es ist mir egal. Der ist so viel schlimmer als diese Soldaten. Schnell, schnell, schnell. Oh, sie schlafen? Das ist gut. Vielleicht muss ich einfach nur leise sein. Nicht... Niemanden aufwecken. Oder so ähnlich. Okay. Nächste Station. Schon wieder so ein Affe. Das reicht, wenn ich ihn... Sicher ist sicher. Ha! Sehr gut. Aber... Na gut, wenn der mir das sagt, dann mache ich das jetzt auch. Keine Ahnung, ob das gut war oder nicht. Vielleicht ist hier unten irgendein Hinweis? Keine Ahnung, wonach ich suchen soll, ehrlich gesagt. Diese komischen Zeichnungen machen überhaupt keinen Sinn. So wie alles andere hier auch. Und da ich nicht speichern kann, weiß ich auch gar nicht, wann jetzt Schluss ist. Ich glaube, ich muss das nächste abwarten. Moment mal. Wo geht dieser Eistyp eigentlich lang? Also.
Also. Da ist die Hütte. Dabei eins ist so ein komisches Ding und zwei, was ist das? Ist das hier das Häuschen? Aff? Oh ja! Jetzt weiß ich's. Das ist eine Seite aus einer alten Gebrauchsanweisung für Militärgewehr. Oh ja, sehr gut. Sehr gut. Hätte ich fast übersehen. Okay, also hier muss was festgemacht werden. Das heißt, das ist dann der erste, glaube ich, hoffe ich. Dann muss das sowas Komisches sein. Sowas, ja. Ist das wirklich richtig? Bin ich wirklich richtig hier? Zum Zeichen. Ich sehe hier überhaupt kein Zeichen. Andererseits ist 2 auch gar nicht in einer Hütte. Na gut, ich glaube, wir nehmen jetzt diesen Dings da. Und hoffen, dass wir irgendwo rauskommen. Da ist schon wieder so einer. Hoffentlich. Hi. Geht's noch langsamer? Autsch. Himmel, Herrgott. Ihr wisst, wie das läuft. Was? Ich kann von hier aus nicht? Mieser Schuft, ich krieg dich. Yes. Sehr gut. Da oben war etwas. Oh nö. Sag mir nicht, dass ich da jetzt nicht mehr rein kann. Bitte, bitte lass mich rein. Nein! Oh, da waren noch Sachen. Die musste ich holen. Ein Radio zum Beispiel. Und ein Zettel. Oh nein. Muss ich jetzt wieder hoch? Oh nein. Oh, das ist ja ärgerlich. Ärgerlich hoch 3. Aber, oh. Das war's jetzt erstmal für heute. Also, Schluss jetzt. Das war so aufregend. Ich bin noch völlig fertig. Ja, das mit dem Zettel, das hole ich auf jeden Fall nach. Und dann geht's auf jeden Fall weiter. Ich hätte gedacht, dass ich heute schon fertig werde, aber... Pustekuchen, scheinbar bin ich viel zu langsam. Oder es ist halt sehr viel umfangreicher, als ich gedacht habe. Egal. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr Spaß hattet. Wenn dem so ist, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, lasst ein Abo oder ein Like da. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bleibt gesund. Tschüss.